Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ja, wir haben ja in der letzten Folge eine schmachvolle Niederlage gegen den Vater von Yuffie erlitten. Ja, und jetzt werden wir mal ein bisschen was umstellen. Muss mal kurz gucken. Ja, nehmen wir. Ja, doch. Die Feintechnik nehmen wir mal raus. Und die kriegt dann Yuffie. Wurf brauche ich nicht. Und alle brauche ich auch nicht. Fernangriff brauche ich auch nicht, glaube ich. Scheiß auf MP-Absorption erstmal. Ich werde erstmal gucken, was ich noch. Schutz ist eigentlich ganz gut. Was ist das hier? HP? Ah, nehmen wir das auch weg. Ja, nehmen wir Verwandlung noch. Und Ausrüstung. Eisring schützt vor Eiszaubern. Also, können wir ja geben. Brauchen wir aber nicht so unbedingt. Die machen, glaube ich, keinen Eiszauber, soweit ich weiß. Naja. So, dann gehen wir jetzt in die Pagode und versuchen unser Glück erneut. Jetzt sind wir ein bisschen besser bewaffnet. Vor allem mit der Feintechnik auch. Ach, jetzt kann ich gleich zum Verdammt hoch. Na, das ist natürlich sehr gut. Dann brauche ich die anderen ja nicht besiegen. Das ist super. Dann geht das ja schnell jetzt. Dann geht das sehr schnell. Diesmal zeige ich es dir, du alter Dösbaddel. Okay. Schon etwas besser. Los, greif mich an mit allem, was du hast. Omnimodus. Ja, dann greife ich mal an mit allem, was ich habe. Hier kriegst du mal Beta ab. Ach du Scheiße. Jetzt erstmal schön Demi ein, ich glaub's ja. Na, ja, 1600 zieht gut ab auf jeden Fall. Wie ist der Schwert? Ja, es zieht ordentlich was ab. Aber wir haben ja Heilung 2. Da passt das. Ah, HP-Observation. Da hatte ich ja 1500 gehabt, jetzt habe ich nur 1300 gehabt. Puisona erstmal. Sind wir wieder geheilt. Blutiges Fest. So, jetzt muss ich auf jeden Fall auf meine Energieanzeige achten. Nein, bin ich jetzt schon weg wahrscheinlich, war. Okay. War erstmal ein Versuch. Naja, verdammt, fühle ich mal stark. Verdammt. Oh, und was war das? Komm wieder, wenn du mehr trainiert hast. Okay. Das war nochmal ein Fail von mir. Nächster Sieg geht aber auf mich.
Ich hätte mal mich erst heilen sollen und dann hätte ich die Limit einsetzen sollen. Na egal. Jetzt wissen wir es besser. Jetzt schaffe ich es aber. Alle guten Dinge sind der 3. So, diesmal zeige ich es dir, Leute, du bist bei dem schon etwas besser. So, okay. Dann greife ich dich an, ne? Erstmal Bio 2. War klar, dass ich vergiftet werde erstmal. Heilen wir uns jetzt mal. Ja, am Anfang ist man anscheinend erstmal auf Heilung bedacht. Aber ich denke, ist auch ganz gut, dann kann ich meinen Limit machen und er macht den Rest. So, wieder Heilung, Limit ist voll. Jetzt können wir nächstes Mal unsere Limit einsetzen. Das ist sehr gut. Mister-Schwert. Wahrscheinlich will er darauf hinaus auch, dass ich mich eigentlich nur auf meine Heilung konzentriere und dass ich eher mit meinen Limits angreife. Bio 2 wieder. So, Heilung. Sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Setzen wir mal Beta ein. Läuft doch bisher ganz gut. Der heilt sich jetzt. Oder auch nicht. Der macht mich zum Zwerg. Ach Quatsch, warum mache ich denn Frosch? Bin ich bescheuert. So, als nächstes erstmal Heilung. Auf jeden Fall. Ich bin so ein Durchbade, der sich frisch gemacht hat. Ich wollte da Zwerg machen. Mann. Egal. Kriegen wir hin. Trine setzt sein. Ach nee, Zauber. Erstmal, ich hoffe, der macht jetzt ein Biesterschwert oder sowas. Kann ich mich wenigstens erstmal heilen, das ist wichtiger. Ah, misslungen sogar, sehr gut. Habe ich wenigstens volle Energie wieder. So, jetzt kann ich meine Limit gleich einsetzen. Bio 2 ist jetzt erstmal noch da. Okay, 555 geht. Ich hoffe, es reicht auch, dass er nicht Trina einsetzt. Wenn er Trina einsetzt, wäre ich richtig am Arsch. Bitte keine Trine, bitte keine Trine. Ach, schön. Super Feuergehalt. Jetzt kann er Trine machen, ist mir ja. Demi 3, nein. Nochmal so eine harte Attacke. Naja. Heilung gleich wieder hinterher geschmissen. Nochmal eine Beta. Der müsste doch bald Platz sein eigentlich. Jetzt heilt er sich. Thank you.
heile ich mich jetzt auch. Und dann machen wir mal schön. Warum macht der jetzt den ersten Angriff? Limit ist doch eigentlich. Hat doch Vorrang. So. Der heilt sich bestimmt wieder, wa? Ja. Ich mich erstmal. So, und dann gucken wir mal, ob wir noch Ether. Natürlich pennt die erstmal ein. Das ist unfair. Das kann ich gar nicht angreifen. Ja, dann setzt dein Biesterschwert ein, dann kann ich mich jetzt wieder angreifen. Elixier haben wir noch. Komm, greif noch mal an. Dann nutze ich das Elixier hier. Na gut, machen wir dem so. Dann ist das so. Soll ich mal Trina einsetzen? Mal sehen, wie viel das bei dem abzieht. Ah, 1045 plus. Beta ist da stärker. Jetzt macht er mich wieder klein, das gibt's doch nicht. Jetzt mache ich das auf ihm auch mal. Das misslingt natürlich. Zwerge erstmal wieder ausschalten. Jetzt setzt der Rohr ein. Wir haben noch Barriere. Das können wir auch mal einsetzen. So. Jetzt kann er ja mal versuchen mit seinen Angriffen. Erstmal Heilung. Demi 3 natürlich. Ich muss nochmal eine Heilung einsetzen auf jeden Fall. Setze ein Biesterschwert ein. Gut, dass ich Barriere habe. Hätte ich mal schon im ersten Kampf machen sollen. Ah, na gut, woher soll man das wissen? So, scheiß Rohr. Das scheiß Rohr. Ja. So, mal sehen, wie viel wir jetzt. Ob wir ihn jetzt wegkriegen oder ob wir noch ein bisschen weitermachen müssen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen. Ja. Da mischen wir noch ein bisschen ran. So. Concentration. Bio 2. Ja, der kann. Der kann auch bald nicht mehr. Muss er sich auf jeden Fall wieder heilen erstmal. Okay, Biesterschwert ist in Ordnung. So, sehr gut. Dann werden
werden wir gleich Barriere wieder einsetzen, weil unsere Barriere ist ja jetzt weg. So, dann sind wir wenigstens schon mal geschützt wieder. Heilung ein. Ja, Limit ist ja fast wieder voll. In Angriff und dann. Genau. Können wir gleich wieder losgehen. Na? Oder auch nicht. Dann in der nächsten Runde. Oh, den müsste ich doch mal langsam platt kriegen hier. Ja, hält ich mal. Ha! Diesmal nicht. Diesmal nicht, mein Freund. Ja, jetzt haben wir den beschafft. Super. Endlich. Der hat aber einen schönen Pott auf den Kasten gehabt. Zorn der Götter. Na, der ist fix und alle. Yuffie hoch. Keuch, keuch. Puh, schnaff. Für dein Alter nicht schlecht. Du bist auch besser geworden. Kriegen wir jetzt einen epileptischen Anfall oder was ist das? Es ist Zeit, dass ich dir das gebe, Yuffie. Das ist die Leviathan-Materie. Nimm sie. Yay, geil. Aber Lord Gordo, die Leviathan-Materie darf nur der erhalten, der über die Pagode herrscht. So ist der Brauch. Brauch, Brauch, Brauch. Ich kann es nicht mehr hören. So ein Schwachsinn. Ruhe, Yuffie. Und was ist mit euch anderen? Mit all eurer Macht? Findet ihr das gut, in diesem Turm eingepfercht zu sein? Yuffie. Du auch, Vater. Nachdem du den Krieg verloren hast, hast du Wutheit zu dem gemacht, was es heute ist. Was willst du damit sagen? Du hast Wutheit in einen stupiden Kurort verwandelt, der sich Touristen anbietet. Wie soll das noch enden? Da Chao-Statue und Leviathan sind beschämt. Sie ist ein Kind. Was sagst du? Yuffie, verzeih mir. Es ist alles meine Schuld. Was sagst du da, Lord Goku? Der verlorene Krieg, das Wutai jetzt wie ein Kurort ist, an allem bin ich schuld. Lord Goro, Ruhe. Yuffie, ich bin immer noch der, der ich vor dem Krieg war. Aber nachdem der Krieg verloren war, dachte ich nach. Ist Stärke nur da, um den Feind zu besiegen? Oder vor anderen anzugeben? Gewalt erzeugt Gewalt. Genauso wie Shinra. Ich weiß, dass du nach Materia suchst, um Wutai zu verhelfen. Aber auch ich verberge meine Stärke nur, weil es gut für Wutai ist. Und jetzt begreife ich, dass beides nötig ist. Stärke ohne Zielstrebigkeit ist wertlos. Und Zielstrebigkeit ohne Stärke ist ebenfalls. Lord Godo. Ihr da. Bitte nehmt Yuffie mit. Ich merke, dass ihr alle sowohl Stärke als auch Zielstrebigkeit besitzt. Also gut, wir nehmen deine Tochter mit.
Mir ist es eigentlich gleich. Geh, Yuffie. Für die Ehre Wutais. Vater, ich kümmere mich bis zu deiner Rückkehr um die fünf heiligen Götter. Geh und komm lebend zurück. Klar doch. Vater-Tochter-Gespräch. Yuffie, warte mal. Wenn der Kampf vorbei ist, glaubst du, dass sie dann die Materie, die sie haben, noch brauchen? Vater! Geh, kämpf bis zum Ende und komm zurück. Mit der Materie. Darauf kannst du wetten. War ja klar, ey. Irgendwas muss da noch kommen. Naja, schauen wir mal, wa? Achso, ich muss erst runter. Das ist ja noch nicht ganz unten. So. Ja, da haben wir die Pagode auch durch. Jetzt haben wir sogar eine neue Materie erhalten. Müssen wir gleich mal gucken. Eris kann sie ja mal benutzen. Da. Der große Leviathan. So, nun, dann gehen wir uns mal heilen. Würde ich sagen. Und dann können wir weiterziehen. Speichern tue ich dann auch noch mal vorher. Ja, eine Pause wollen wir machen. Da gibt es nichts zu lachen. Und raus hier aus dem Laden. So. Na, komm. Ja, war das ein Kämpfchen? So, speichern wir mal. Nein, ich wollte speichern. Ja, ja, das haben wir schon gelesen. So. Einmal speichern, bitte. So, und weiter geht's. Jetzt müssen wir erstmal den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Naja, gut, was soll's. Können wir wenigstens noch ein bisschen trainieren. So. Ein bisschen da lang, ein bisschen hier lang. Vielleicht kommen Monster. Okay, alles voll belegt. Dash ist sehr gut. Trainieren wir Yuffie noch ein bisschen und dann passt das. Yuffie muss ja auch eigentlich bloß noch Gegner erledigen. Und Eris braucht aber ihre Limit-Attacken. So. Erstmal die Gegner hier zielstrebig platt machen. Nee. Ach komm schon. Lass mich doch in Ruhe. Ich hab euch nichts getan. Eris macht da den Gnadenstoß. Und Cloud macht da den Gnadenstoß. Alles klar. Und beim nächsten Mal können wir Yuffies Limit einsetzen. Mal schauen, wie es dann bei mehreren Gegnern aussieht, wenn wir denn mehrere Gegner gleich haben. Was ist das hier eigentlich? Normaler Fluss oder? Scheint wohl so. So, dann müssen wir ja wieder hier hoch. Oh, die Brücke, die wackelt aber. Uiuiuiui. So.
müssten wir gleich wieder da sein. Oh ja, da ist das Flugzeug. Sehr, sehr schön. Das ist sehr gut. So, steigen wir mal ein. Da ist nicht. Aber wo mussten wir hin? In den Norden, oder? Da ist das Auto. Hier lang müssen wir mal gucken. Nee, da geht's auch nicht lang. Kann ich auch auf Land eigentlich? Nee. Kann ich hier rum? Irgendwie? Ja, hier geht das. Bin ich hier? Das ist das. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ich glaube aber, ich bin richtig. So, und hier lang, hoffe ich. Sieht gut aus. Hier rein schon? Ja, hier rein. Alles klar, wir sind richtig. So, dann trainieren wir hier noch ein bisschen, würde ich sagen. Beziehungsweise wir können uns ja erstmal umschauen hier, ne? So, Cloud, Feintisch. Nein, wir machen Zaubern, dann passt das. Machen wir blutiges Land, da passt blutiges Fest, da passt es schon. Nein, sie muss ja auch mal ihr Limit noch einsetzen, damit sie Stufe 3 erreicht, ne? Ist ja ein kleiner Weg bis dahin. So. Könnte theoretisch schon reinlaufen, weil gewappnet sind wir ja für alles. Aber irgendwie. Ich habe Ares noch nicht so weit hochgepusht. Oh Gott, ein Aasgeier. Aasgeier, oh mein Gott. Jetzt nochmal schön Trine noch mit ein. Oh, Beta hat so wenig abgezogen. Ist eigentlich gerade gut. Und Trine 1500 dafür. Naja, immerhin. So, Vogelflügel. Wofür brauche ich die denn? Technik Yuffie. Ne, kapiere ich nicht, alles klar. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Was ist das? Wirbelwind auf alle Gegner, alles klar. Ich glaube, dann verscheuche ich damit die ganzen Gegner. So, wir können uns ja mal hier auf der Insel noch ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt es ja hier noch was Interessantes. Ne, okay. Ist nichts Großartiges hier. So. Aber das Schwert von Cloud sieht richtig geil aus. Ich wollte gerade sagen, kann Iris nicht angreifen. So. Super. Ach nee, Yuffie muss ja, glaube ich, jetzt die Gegnermasse wieder angreifen. Also. Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit 100 Gegnern oder so muss ich ja jetzt erledigen. Glaube ich. Schauen wir mal.
Dankeschön für die Heilung. Oh ja, super. Feintechnik erlernt. Und das zweimal gleich. Cloud hat nicht mehr so viel Energie, das sieht nicht gut aus. Und der sieht ein bisschen klein aus. Warum ist er so klein? So ein kleiner Witzzwerg. So, dann haben wir noch ein Zelt oder sowas? Nee, aber nee. Gut, Yuffie. Heilung 2 und Heilung 1. Eigentlich müsste ich nochmal in den nächsten Laden gehen. Ich gehe nochmal zurück. Ja, Entschuldigung. Ich werde nochmal ein bisschen Items kaufen. Ich will ja nicht ganz unvorbereitet da reinplatzen, ne? Ey. Da lang. Wir wollen doch hier runter. So, genau, hier mal hier hin. Dann holen wir uns ein paar Objekte und dann passt das schon. So, die müsste es ja hier geben, ne? Nee. Ach, jetzt meine Übernachtung. Das wollte ich doch gar nicht. Na egal. Die 100 Gil, die tun einem nicht weh, wenn ich 48.000 habe. So, was haben wir hier noch? Ist der Barkeeper? Willst du etwas trinken? Naja, kein Interesse. Ja, ist immer schlecht. Hab nicht so viel Zeit zum Saufen. So, wo haben wir denn? Ist das der Objektladen hier wenigstens? Sieht so aus. Ja. Kaufen, Heiltrank. Machen wir mal 30. Phönixfedern machen wir auf 30 hoch. Ether brauchen wir sehr viel. 24, machen wir mal 20. Hehe, natürlich haben wir das nicht mehr mal. Kann man irgendwas verkaufen, was wir nicht brauchen? Das Windrad hier. Zum Beispiel. Vogelflüge geht nicht. Goldarmband brauche ich noch. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Das. Okay. Ja, machen wir weg. Die beiden Dinger. Ups. Ich wollte noch kaufen. So, dann haben wir das. Haben wir noch ein bisschen Geld ausgegeben und jetzt können wir ruhigen Gewissens dorthin gehen. So, erstmal gucken. Hier hinter müssen wir. Da ist die Tiny Bronco. Und rein da. So, dann gehen wir mal dorthin. Ja, ich würde ja gerne Aeris letzte Limit-Attacke noch erlernen wollen, eigentlich. Bevor ich hier hingehe. Aber das wird schwer. Vor allem, ich weiß gar nicht, da brauche ich doch, glaube ich, noch irgendwas. Für die Heilung. So, das Vieh müsste auch bald weg sein. Jawohl, sehr schön.
mal. Was ist denn das für einer? Da will ich doch nicht etwa kuscheln kommen. Kann ich auch rauben? Ja. Der hat ja vielleicht noch was. Karobus gestohlen. Okay, was ist das denn? Für Chocobus? Sehr schön geschützt. Ah, jetzt müsste aber Platz sein, komm. Der schwächelt doch schon. Blitzball. Sinne hier. Ich meine, es gibt bestimmt gute Erfahrungen auf jeden Fall. So. Und ich mache euch das hier und dann passt das. Dann ist er weg. Hoffe ich. Ah, super, Planetenwächter. Das muss ich mit Ares stärksten Limiter-Attacke machen. Alter, wie viel Energie hat der denn? Ich setze mal Leviathan ein. Und dann nochmal Trin dazu. Alter, der hat ja richtig Energie. Joffi macht dann mal Heilung kurz. Also muss ich doch nur eine kleine Wanderung machen. Boah, 3000. Da ist auch noch nicht platt. Das gibt's ja nicht. Erstmal auf Joffi. Irgendwas Bio 2, dann vielleicht kriegen wir den so ein bisschen schneller runter. Na. Sollte dann aber auch funktionieren, ne? Immer noch nicht. Was hat der für Energie? Cloud? Na, geht doch. Boah, der lange aushalten. So, gut. Dann müssen wir halt doch nochmal ein bisschen unterwegs sein. Wo muss ich lang? Hier lang, ne? Hier lang muss ich. So, alles klar.
dann werde ich das mal tun, was ich tun muss. So, hier durch. Ja, das ist eine einzige Irrfahrt hier manchmal, aber naja, das kriegen wir alles hin. Da ist das, da wollen wir aber nicht hin gerade. Wir wollen zu unserem Buggy. Ja, komm. Da ist das. Und da ist der Buggy. So, dann fahren wir mit dem mal ein bisschen weiter rum. Ja. Ach ja. Ein bisschen rumsuchen und alles, ne. Ach naja, so ein kleines Ding. Sollte man trotzdem heilen, wa? Heilung wäre nicht schlecht. Aber gut, dass es so leicht ist mit den Gegnern hier. Nee, dann mach ich lieber Zauber. So, und auf Yuffie nochmal. Dann nehmen wir noch ein Ätherlein. So, drei. So. Dann haben wir auf jeden Fall ausgesorgt erstmal wieder. Kämpfe bestreiten ist sowieso ganz gut. Noch ein bisschen Geld. Kann man später bestimmt gut gebrauchen. Wenn wir wieder neue Sachen kaufen müssen. So, also die lästigen Pinguine wieder. Mit einem Schlag sind sie weg. Bei Cloud zumindest. Bei Aeris ja dann doch nicht. Leider. Aber ist ja egal. Aeris muss ja eigentlich nur noch ihre Limit öfters mal einsetzen, wenn sie dann auf Limit kommt. Na, komm runter da. So, hier lang. Noch so. Die drei Dinger. Aeris, was kannst du so? Feuer auf alle. Cloud greift einfach so mal an. So, und alle werden so versteinert innerhalb von 30 Sekunden. Aber bis dahin haben wir alle schon weggeballert. So, goldene Nadel. Brauchen wir zum Glück nicht so. Das Gongaga. Nochmal drei Viecher. War jetzt das geht ja jetzt richtig in die Hose, na toll. Naja gut, dann ist das so. Ich hätte jetzt echt auf mich angewandt. Ist denn das noch? Ah, okay. Da ist das. Dann haben wir es nicht mehr ganz so weit. Das sollte kein Problem mehr sein.
Na, das kostet er so. Da ist gut. Und da ist ein Ei im Ei im Ei im Ei. Und weg ist das Ei im Ei im Ei im Ei. Ah, ich muss da unten lang. So. Aussteigen und rein in den Ort. Ja, wir müssen ein ganz schönes Stück zurückfahren, auf jeden Fall. Aber ich will es euch nicht vorenthalten, was wir hier machen müssen. So, das Transportschiff läuft nicht aus, bis Heidegger den Befehl dazu erteilt. Wollt ihr als blinde Passagiere mit? Jetzt ist die Luft rein. Nur zu Hause wartet eine Familie auf mich. Da kann ich nicht mit leeren Händen heimkommen. Kein Geld und ihr wollt trotzdem mit? Da muss ich doch lachen. Ja, ich auch. Los geht's. Jetzt fahren wir mit dem Schiff wieder zurück nach Junon. Weil da in der Nähe gibt's etwas, wo ich Eris letzte Limit-Technik bekomme. So, na dann schippern mal. Na, hier gibt es ja zum Glück nur einfache Gegner. Und da werde ich keine Schwierigkeiten haben. Vor allem mit dem Level, wo ich jetzt bin. So, Shinra-Soldat. Seit Rufus das Sagen hat, scheint es mit der Wirtschaft besser zu gehen. In Costa del Sol liegen regelmäßig Frachtschiffe an. Ich werde vergessen, dass du ein blinder Passagier bist. Hilf also wenigstens hier mit. Nö. Kein Bock. So, gibt es hier eigentlich noch irgendwas Besonderes? Irgendwas? Never. Hey, willkommen. Das Angebot hier ist echt mies, weil ich die letzte Bestellung verfuscht habe. Aber ihr könnt euch gerne umschauen. Ja, ja, ist ja alles schon überholt. Weit überholt. Ach, Mann. Raus da. Na gut, dann gibt es hier nichts Neues auch. Dann gehen wir mal zurück. So, ja, durch ganz Junon erstmal laufen, ey. Die üben fleißig. Was ist hier unten noch? Ach stimmt, hier unten war doch ein Makoreaktor. Kann ich mich hier umschauen? Das wäre lustig. Nur Personal darf hier passieren. Du weißt das doch, oder? Es geht um wichtige geheime Informationen. Der Junon Marine. Ein neues U-Boot, das mit Shinra Spitzentechnologie versehen wurde, ist fast fertig. Schön für dich. Mann, es ist so langweilig. Am Unterwasserreaktor Wache zu schieben. Kannst du mich doch reinlassen? Vielleicht können wir uns ja auch umziehen oben. Mal schauen. Kann ich das U-Boot vielleicht auch mal sehen? Schauen wir doch einfach mal. Vielleicht klappt das ja. So. Naja, macht mal. Hey, Zivilist, halt dich aus unserer Übung raus. Nö. Ich wollte gucken, was ihr da macht. Mit dem Ding hier eigentlich auffahren? Hey, ich kann auf jeden Fall rein. Okay, ich kann auch fahren damit. Wo geht's damit hin? Okay, was ist das hier? Hui. Das kenne ich ja gar nicht hier. Wo kommen wir hier hin? Ach, und hier geht's wieder. Ach so. Alles klar.
Also nichts Besonderes. Wenn ich da oben noch reinkommen könnte, wäre es lustig. Aber jetzt darf ich den ganzen Weg wieder da durch. Na gut, ist ja nicht viel. So. Naja, zu dir wollen wir nicht, Dickerchen. Du verkaufst nur Schuld. Ja, ja, ja. Das ist jetzt ein bisschen langwierig hier auf jeden Fall. Tut mir leid. Okay, ist der Flugplatz auf jeden Fall. Können wir uns umziehen? Eines Tages werde ich diese Spezialformation in einem echten Kampf benutzen. Ja, ja. Ich auch. Bis dahin übe ich weiter. Alles klar. Okay, umziehen können wir uns nicht. Schade. Ist hier noch irgendwas? Hier ist ein Speicherpunkt, den brauche ich jetzt nicht. Mein größter Wunsch war, Pilot zu werden. Ich bin immer sprachlos, wenn ich die Highwind bei Sonnenuntergang sehe. Alles klar. Nee, da komme ich gar nicht hin. Ich muss hier runter. Ich muss ja hier runter. Kaution. Zahle ich nicht. Wofür auch? So, guten Tag. Ich wollte mal vorbeischneiden, ne? So, ja, noch ein bisschen haben wir zu laufen auf jeden Fall. So, einmal Kamera drehen. Irgendwo in den Bergen jetzt. Soll eine Höhle sein. Na dann schauen wir doch mal. So, das Vieh ist weg. Und das Vieh ist auch weg. Ah. So. Da hoch müsste ich. Hoffe ich. Ja, da ist eine Höhle. Oder? Ist aber nicht die Höhle, oder? Da kommt nur Wasser raus, von daher kann es nicht die Höhle sein. Glaube ich zumindest. Aber irgendwo hier in den Bergen soll eine Höhle sein, auf jeden Fall. Da. Wie komme ich da hin? Verdammt. Ich glaube, ich hätte mit dem Auto hierher kommen müssen. Oh, nein. Jetzt habe ich den ganzen Weg nochmal zurück. Na gut, dann werde ich das so machen, dass ich euch hier rausschneide. Und den Weg mal kurz alleine mache. Und dann bin ich gleich wieder da. Also, bis gleich.